Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder bei Lass mal schnacken und heute nicht auf dem gelben Sofa, sondern heute mal in gelben Strandkörben und auch nicht in meinem Studio, dem geliebten, sondern heute mal an der Kieler Förde, direkt hier an der Kiellinie bei wunderschönem Kieler Wetter, Kieler Wochenwetter, so wie wir das gewohnt sind und wie wir uns das auch immer wieder wünschen. Jeden Tag um 15 Uhr haben wir hier, außer morgen, haben wir hier eine Originalsendung, einmal Fernsehen und Rundfunk. Und wir würden uns freuen, wenn Sie die Zeit dazu haben, einfach Halt machen. Wie gesagt, 15 Uhr, wir haben hier jeden Tag verschiedene Gäste. Am Samstag haben wir unsere neue Stadtpräsidentin hier, da freue ich mich auch drauf. Und wo wir einfach mal sehen, wie sie sich hier so darstellt. Und heute habe ich mir mal einen Herrn ausgesucht, der nicht so oft in der Presse steht. Und das ist ja mal etwas ganz anderes, sondern einfach mal so die Menschen aus dem Volk. Und das ist ein ganz toller Typ, Klaus-Dieter Ackermann. Der hat die schönste Anlage mit Minigolf in Kiel, und zwar auf dem Norder. Wenn Sie mal Spaß haben und wenn Sie mal ein bisschen Zeit haben, an der Sonne wissen, Minigolf zu machen, anstatt durch den Wald zu laufen, gehen Sie einfach mal zum Nordmark-Sportfeld, spielen Sie eine Runde Minigolf. Das ist eine ganz tolle Sache. So, nur jetzt zu ihm. Agi, herzlich willkommen. Ja, danke, lieber Gerd. Ich freue mich, dass ich hier endlich mal bei dir zusammenstelle. Wir kennen uns ja jahrelang schon. Bald ein Jahr, ein halbes Jahrhundert bestimmt. Und mich freut das. Ja, prima. Agi, normalerweise, du kennst ja auch meine Sendung, ist es so, dass ich dich erstmal frage, wann bist du geboren? Ich bin 1947 in Berlin geboren. Eigentlich sollte ich ein bisschen später kommen in Berlin, aber meine Eltern sind von Amerika rübergeflogen und ich bin auf dem Tempelhofer Flugfeld geboren worden. Und in welchem Monat gibt es das sowas noch auch? Im September, am 20. September. 20.09. Ja. September. Okay, so Agi, jetzt war Berlin geboren und habt ihr lange in Berlin gewohnt? Ich habe bis 1967 in Berlin gewohnt. Ja. Mein Vater ist 1965 zur Bundeswehr gegangen, als Leitender Ingenieur im Arsenal drüben. Und ich bin später nachgekommen. Ich habe dort noch meine Gesellenprüfung gemacht, beziehungsweise meine Zweigesellenprüfung gemacht. Einmal als Elektromaschinenbauer, Elektriker und Gaswasser. Und jetzt bist du schon einen Schritt weiter, so weit soll es eigentlich gar nicht sein. Ich wollte dich jetzt einmal fragen, wo bist du denn zur Schule gegangen? In der Schule bin ich gegangen in Berlin-Neukölln, beziehungsweise Rixdorf bin ich aufgewachsen und in der evangelischen Schule. So, hieß es damals noch Grundschule oder wie ist es Volksschule? Normale Schule. Berlin, wir haben ja andere Schulsachen gehabt. Da gab es die Grundschule, die hieß normale Schule. Grundschulen gab es bei uns nicht. Nachher wurde die Schule umbenannt, ne, als evangelische Schule und eigentlich als Grundschule, als Gesamtschule. Also, ja gut, ich habe letztens auch einen Gast gehabt aus Berlin, der hat gesagt, das gibt's sowas, das gibt's in Berlin nicht. Da geht es vom ersten Schuljahr durch bis zum 8. beziehungsweise bis zum 10. Und da kann man sagen, gut, okay, ich studiere jetzt oder wie auch immer. Ja. Aber wie gesagt, wenn du jetzt die Schulzeit umhattest, was hast du denn als erstes gemacht? Ich habe Elektromaschinenbau gelernt, 3,5 Jahre, habe dann ein halbes Jahr nochmal Elektriker nachgemacht und dann noch ein halbes Jahr Gaswasserinstallation. Ah, okay, das war ja eine gute Ausbildung. Und dann langsam nach Kiel? Oder 67 noch bin ich nach Kiel gegangen, hatte aber in der Zwischenzeit schon Abendschule gemacht, meine Meisterprüfung. Und in Berlin konnte man damals mit 22 schon die Meisterprüfung machen. Und die Meisterprüfung hat alle drei Bereiche abgedeckt. Das gab es hier in West-Berlin, das gab es nur in West-Berlin, aber nicht in BRD damals. Okay, das war natürlich eine tolle Sache für dich. Einmal das und zweitens braucht ja nicht zur Bundeswehr, nicht? Das kam ja auch noch hinzu. Ja, braucht Gott sei Dank. Ja, vielleicht wäre es schön gewesen, aber man weiß nicht, wie das ist. Ah, okay. Ich bin aber als Zivilist nachher zur Bundeswehr gegangen, ne? Es gibt ja viele Leute, die ich auch kennengelernt habe oder die auch schon bei mir waren, die bei der Bundeswehr waren und mir alle bestätigt haben, dass es keine verlorene Zeit war. Im Gegenteil, dass sie dort viel gelernt haben
und auch viel machen konnten und haben dann teilweise verlängert und haben sich da beruflich fortgebildet, was sie in der freien Wirtschaft mit viel Geld hätten machen können. Und das ist natürlich der Vorteil bei der Bundeswehr, und das sollte man sich schon überlegen, mache ich den Schritt dahin oder mache ich den Schritt dahin nicht. Aber das ist natürlich immer, wie gesagt, eine persönliche Angelegenheit. So, jetzt kommt endlich der Schritt nach Kiel. Nach Kiel, ja. Mein Vater war da hier, dann fing ich an, bei einer Firma, die Großküchen hergestellt hat. Dort war ich immer unterwegs, viel im Ausland und so weiter. Und anschließend bin ich dann durch einen schweren Unfall in Jugoslawien zum Bund gegangen, weil ich mit meinem Rücken nicht mehr konnte. Aber das ist alles wieder okay gewesen. Es war nicht der Rücken, sondern es war eine andere Krankheit. Also okay. Und wie du dann in Kiel wohntest, was hast du dann, wie gesagt, du bist zum Bund gegangen? Ich bin zur Bundeswehr gegangen im Außendienst. Ah, im Außendienst. Gibst du was, was hast du dann da gemacht? Wir haben, die erste Zeit habe ich Fernsehanlagen gemacht, auf Schiffen und so weiter. Und bis zu meiner Pensionierung, beziehungsweise wo ich in Rente gegangen mit 50 bin ich in Rente gegangen. Leider hatte ich eine unbekannte Krankheit. Und zwar meine Schuppenflechte ist in die Glieder gegangen und ich konnte mich kaum bewegen. Wenn ich nicht den meinen Segelkameraden George aus Damp gehabt hätte, der mir Sachen aus Amerika besorgt hätte, wäre ich heute wahrscheinlich noch im Rollstuhl. Schrecklich. Jetzt hat er viel Glück gehabt, ne? Ja. Und da hast du mit 50 schon aufgehört? Ja. Gut, mit 50 ist man ja noch voller Tatendrang, ne? Ja, und dann ging es so langsam, wurde es immer besser, ne? Und ja, mit 60 habe ich dann den Minigolfplatz übernommen. Mit 60? Norden, ja. Dann hast du 10 Jahre mal so ein bisschen, nebenbei mal so ein bisschen was gemacht. Da mal was, da mal was. Da mal was, ja, ja. Hast du den Minigolfplatz gepachtet oder gekauft? Ich habe die Erde gepachtet. Und alles, was oben drauf ist, gehört mir. Was heißt oben drauf? Alles, das Häuschen, die Bahn und alles komplett. Ne? Aber das Gelände ist, wie gesagt, und gehört der Stadt Kiel. Und hast du einen langen Miet- oder Pachtvertrag? Nein, eigentlich habe ich von Jahr zu Jahr noch. Ne? Wenn ich das mal abgebe, soll eigentlich mal wieder ein Gastwirt nach 7 Jahren wieder am Norden hinkommen. Der soll das übernehmen. Also, ist die Gaststätte auf dem Norden eigentlich geöffnet noch? Nein, die ist seit 7 Jahren geschlossen. Seit 7 Jahren? Mhm. Oh, je, je. Ja, ich weiß, ich kenne doch Karl-Heinz hieß der mit vorne, aber die ganze Familie hat das betrieben. Ja, ja, das war... Ja, okay. Ja, ja. Ja. Namen, das ist eben das Problem, wir so die etwas älteren Herren damit zu kämpfen haben. Das ist aber völlig normal, das ist auch ganz gut so. Uns fällt ja auch immer wieder was anderes ein. Ja, klar. Agi, jetzt kommen wir jetzt mal zu deinem Golfplatz. Ab wann ist er geöffnet und wie lange? Der Golfplatz ist geöffnet, eigentlich von 14 Uhr bis 18 Uhr. Heißt 18 Uhr letzter Einlass. Wenn die Leute um 18 Uhr kommen, können sie noch weiter spielen. Wenn aber Feiern sind oder sondergleichen, Open End. Also, ne? Und in den Ferien zum Beispiel öffnen wir um 12 Uhr. Ne? Und wenn Schulklassen kommen, machen wir schon um 11 auf. Also das ist auch Feierlichkeit. Du hast auch ein schönes Häuschen da. Ja. Da haben wir auch schon mal drin gesessen. Und wenn da so Küche anfällt, habt ihr da einen Caterer oder macht ihr das selbst? Ich mache zum Teil selbst. Ne? Zum Beispiel Bratwurst und Currywurst und Pommes. Die belgischen Pommes habe ich, die dicken. Und die machen wir alles selbst. Eigener Regie mit meiner Frau zusammen. Und sonst aushelfen haben wir gar keine. Oder ab und zu, wenn der Club irgendwas ist, dann machen die sich für sich selbst, dann helfen die. Ne? Wird oft angenommen? Wird angenommen. Ne? Nach der Corona-Zeit ist es ein bisschen Mauer geworden. Das war überall so. Ist immer alles. Aber uns macht das noch Spaß. Ja. Ne? Was für Feierlichkeiten? Geburtstage, Hochzeiten oder was? Geburtstage, sind viele Kindergeburtstage. Ne? Die haben auch nachgelassen. Ja. Ne? Man merkt wirklich, dass auch nicht mehr das Geld so locker sitzt wie früher. Und damit müssen wir leben. Wir machen das mehr als Hobby, als Geld verdienen. Wir machen das als Freude. Ja, okay. Ja. Gut, das ist ja auch Bewegung. Und vor allem muss ja immer sauber gehalten werden. Ja. Und gibt es auch schon mal so Dinge, wo etwas kaputt geht? Wahrscheinlich, nicht? Ja. Aber das kannst du aufgrund... Ja, ich mache alles selbst. Du kannst alles selber machen. Ja. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Nicht? Ja. Ja, ich habe noch nie jemanden gebraucht,
der mir geholfen hat. Ne? Und ich habe selbst gemauert, ich habe selbst gefliest, ich habe alles gemacht. Okay. Du liegst das ja ziemlich alleine so in einer unbewachten Ecke, sag ich mal. Ja. Gab es auch schon mal Einbrüche oder sowas? Ja, es gab einen Einbruch, aber dieser Einbruch war gezielt gewesen. Es könnte aus dem Freundeskreis gewesen sein. Der Verdacht war da. Ne? Da ging es um Geld oder um Ware? Nein, die haben eine ganze Musikanlage mitgehen lassen. Ja. Und das ist nicht aufgeklärt worden? Ist nicht aufgeklärt worden, ne? Aber es müssen Insider gewesen sein. Na gut, okay, das ist immer wieder das Gleiche, ne? Ja. Na gut, Agi, dann wünsche ich dir aber weiterhin und dir und deiner Frau natürlich viel, viel Erfolg und noch viele, viele Feste. Und das vor allen Dingen, dass das Wetter hält. Und müsst ihr so ein bisschen darunter leiden unter der Kieler Woche, dass die Leute sagen, okay, nicht auf Minigolf, jetzt an die Kieler. Nein, an der Kieler Woche ist immer weniger. Ne? Meistens unten bei der Ballonzähl mehr los. Ne? Aber abends kommen die Leute trotzdem zu mir. Ne? Da kommen viele Freunde, Bekannte und so weiter, die dann sitzen und abends warten, bis das Feuerwerk ist. Und dann wird es auch ein bisschen länger. Ne? Hast du denn auch so ab und zu mal Leute, die jetzt mit Ballons fahren und dass das Umfeld von dieser, ich sag mal, ich rede und man nimmt mal eine Familie jetzt an. Eine Familie fährt mit dem Ballon und hat so Kinder und alle so dabei, die da nicht mitfahren. Kommen die dann möglicherweise zu Nein, dir? Nein, kommen sie nicht. Ne? Kommen die nicht. Die bleiben Schade. Unten. Ja. Ist eben so, aber wer kommt, der kommt. Ja, ne? Genau. Aber ne. Hauptsache, ihr kommt zurecht. Ich denke mal, dass die Pacht sicherlich nicht so hoch sein kann. Denn das Gelände ist ja nicht sehr groß. Normalerweise soll das 1.500 sein, sind aber nur 1.200. Na gut, okay, das muss man auch erstmal verdienen. Ja, und das muss auch gepflegt werden und wir machen das selbst alles. Ne? Und im Winter, wenn ihr dicht habt, dann fällt die Miete weg, oder? Nein, auch geht weiter. Ich habe Jahrespacht, habe ich. Ach, eine Jahrespacht, da muss auch durchzahlen, wenn du nicht geöffnet hast. Ja, ja. Und ich bin auch im Winter oft da und mache dann Reparaturarbeiten. Ne? Gut, wunderbar. Schönen Dank, dass du bei mir warst. Ja, lieber Gerd, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Wir kennen uns ja ziemlich lange. Ne? Damals hast du ja noch aktiv gearbeitet und hast auch auf der Langeland, wir haben ja eben vorhin gesprochen über die Langeland noch, als Konfronteur gemacht. Ne? Aber eine schöne Zeit. Ja. Lange her. Die müssen wiederkommen. Leider nicht. So. Das Gerd, wird wahrscheinlich bleib, nicht. Bleib gesund, lass uns weiter gesund bleiben. Ne? Genau so ist das. Okay. Nochmal alles, alles Gute für dich. Dich auch, viele Gerd, herzliche ne? Grüße zu Hause. Und deine Frau auch. Ne? Danke. Und noch eine schöne Kieler Woche. Okay, ciao. Ciao. So, meine Damen und Herren. Das war Aki von seinem Minigolfplatz. Morgen bin ich leider nicht hier, weil ich morgen das Kieler Woche Stadtteilfest in der Fiebburger Gehölz in Hasse schon seit 46 Jahren organisiere. Aber dann am Mittwoch haben wir jemanden, ein städtischer Angestellter, der auch mal im Bereich des Kieler Wochenbüros beschäftigt war. Und zwar Jörg Fransen, da freue ich mich drauf. Den kenne ich auch schon sehr lange. Und wollen wir mal schauen, was der heutzutage macht und was er uns zu erzählen hat. Ich wünsche noch viel, viel Spaß heute hier aus der Kieler Woche. Und sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.